Im heutigen Video geht es um eine von BMW eigentlich nicht vorhergesehene Wartung, und zwar das Austauschen des Servoöls beim E90. Hier ist das Servoöl eigentlich eine Lifetime-Füllung und muss nicht ausgetauscht werden. Das ist etwas kurios, denn vor dem Öffnen des Ausgleichsbehälters soll dieser laut BMW sogar gereinigt werden, damit kein Staub hineingelangt. Dennoch kann das Servoöl durch Abrieb und Verschleiß einen wirklich üblen Zustand erreichen, der im Normalfall nie behoben wird. Wenn eure Lenkung also schwergängig ist, knarzt oder bei warmem Motor Spiel hat oder ihr das Leben eurer Servopumpe verlängern wollt, ist es eine gute Idee, dieses Öl mal auszutauschen. Bevor ihr das Öl besorgt, ist es wichtig, auf den Deckel zu schauen, welches hineinkommt. Es gibt ATF-only und CHF-only. Es muss dann eben das entsprechend korrekte Öl besorgt werden. Und es darf auch kein anderes reingefüllt werden. Nach dem Aufschrauben kann man einen Blick auf das Öl werfen, um den Zustand zu beurteilen. Wenn es einen Schleier gebildet hat oder verbrannt riecht, dann sollte es ausgetauscht werden. Wenn es hingegen eine rötliche Farbe hat oder gar noch klar ist, wie hier auf dem Bild rechts, kann es ohne Bedenken weitergefahren werden. Jetzt zunächst mit einer Ölpumpe den Ausgleichsbehälter so gut es geht leersaugen. Danach die beiden Schrauben am Ausgleichsbehälter mit einer Zehnernuss lösen. Nach dem Herausheben des Ausgleichsbehälters sieht man auf der Unterseite zwei Schläuche. Der eine, der Richtung Motorblock geht, hier blau markiert, das ist die Saugleitung. Der andere, der vom Kühler kommt, das ist die Rücklaufleitung. Von dieser demontieren wir nun den Clip und nehmen die Leitung ab. Achtung, Lumpen darunter legen, denn aus dem Ausgleichsbehälter wird noch einiges an Öl kommen. Der Rücklauf am Ausgleichsbehälter wird nun mit einem Gewebeklebeband verschlossen. Zwischen den Kühlleitungen im Motorraum können wir einen Kanister verkeilen. Aufpassen, dass dieser nicht in den Lüfter ragt. Die Rücklaufleitung verankern wir in diesem Kanister, sodass das Altöl im Kanister landet und nicht im Motorraum. In das System passt ca. 1 Liter Öl. Wir benutzen 1 Liter zum Spülen und dann den zweiten Liter, um das System wieder aufzufüllen. Zunächst füllen wir den Ausgleichsbehälter, also randvoll mit frischem Öl. Dann geht eine Person in den Fahrerraum und eine andere Person beobachtet den Ausgleichsbehälter, um den Fahrer zu warnen, wenn dieser zu leer wird. Dann startet der Fahrer den Motor für ca. 2 Sekunden. Das neue Öl wird jetzt sehr schnell angesaugt und das alte Öl wird in den Kanister gedrückt. Dieses Prozedere, also auffüllen und Motor starten, bis der Ausgleichsbehälter leer ist, wiederholen wir nun so oft, bis der erste Liter verbraucht ist. Am Kanister kann man ganz gut erkennen, dass die obere Schicht wieder röter wird, also hier schon wieder frisches Öl verfügbar ist und das System gespült wurde. Wenn euer erster Liter durchgespült wurde, die Rücklaufleitung wieder befestigen. Ihr könnt dazu entweder den originalen Clip verwenden oder, wie in meinem Fall, eine komfortablere Schraubschlauchschelle. Nachdem der Ausgleichsbehälter wieder festgeschraubt wurde, denselbigen mit neuem Öl füllen, bis die Max-Markierung erreicht wurde. Dazu ab und an den Deckel draufschrauben und eben auf diese Markierung prüfen. Jetzt muss abschließend noch das System entlüftet werden, dazu ins Fahrzeuginnere gehen, den Motor starten und die Lenkung zweimal komplett nach links und dann nach rechts einschlagen. Danach den Ausgleichsbehälter nochmal öffnen und den Füllstand auf Maximum abgleichen. Jetzt in meinem Fall hat der Wechsel tatsächlich spürbar die Lenkung verändert, es ist etwas weniger Spiel vorhanden und die Lenkung geht leichtgängiger. Es ist etwas kurios, dass BMW hier eine Lebensfüllung vorsieht, wobei nicht ganz klar ist, mit welcher Lebensdauer hier gerechnet wird. Wenn ihr also vorhabt, euer Auto länger zu behalten, dann lohnt sich das auf jeden Fall zu machen. Wie immer Werkzeuge, Teile und Material sowie weiterführende Hinweise in der Beschreibung. Wenn ihr mehr Videos rund ums Thema Kfz-Reparatur sehen wollt, dann abonniert mich doch. Über Kommentare freue ich mich übrigens auch sehr. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.